Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um die Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt. Helfen und heilen, das ist ja die Leidenschaft vieler junger Leute. Das Medizinstudium ist beliebt, der Beruf ist angesehen, aber die Hürden sind hoch. Der Numerus Clausus liegt zwischen den Abiturnoten 1 und 2. Und wenn man es dann geschafft hat, dann sind die Hörsäle an den Universitäten überfüllt. Es gibt Alternativen zum üblichen Unistudium. Der Asklepios Campus Hamburg zum Beispiel ist eine Niederlassung der medizinischen Fakultät der Semmelweis-Universität aus Ungarn und wird von der Asklepios Medical School GmbH betrieben. Und hier bei mir ist heute Dr. Christoph Jermann, er ist der Geschäftsführer der Asklepios Medical School. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Jermann. Dankeschön. Jetzt sagen Sie uns noch einmal, also die Semmelweis-Universität zusammen mit dem Asklepios-Konzern, ist das so eine Art duale Ausbildung? Nein, es ist keine duale Ausbildung, weil die Studierenden die Studiengebühren nicht von Asklepios bezahlt bekommen, auch nicht zum Teil, und weil sie auch nicht für Asklepios arbeiten während des Studiums. Es ist aber insofern, könnte man sagen, eine Art duale Ausbildung, weil es natürlich eine Verbindung von Theorie und Praxis ist und das, denke ich, auf hohem Niveau. Ja, dann erklären Sie uns noch einmal, also da gibt es eine Universität und da gibt es Asklepios und wie gehört das da jetzt ganz genau zusammen? Die Semmelweis-Universität in Budapest hat im Jahr 2008 mit Asklepios eine Vereinbarung geschlossen, dass sie gemeinsam den Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis-Universität betreiben wollen. Das ist also ein ausländischer Campus der Semmelweis-Universität. Mhm. Was bedeutet, dass bei uns, also am ACH, wie wir kurz sagen, ungarisches Hochschulrecht eine Rolle spielt, dass wir sozusagen eine Exklave sind der Semmelweis-Universität, dass die Studierenden am Ende dieses Studiums ein Diplom der Semmelweis-Universität bekommen. Mhm. Und zu dieser Kooperation gehört natürlich auch, dass die Studierenden bei uns, also bei Asklepios, nicht die Vorklinik machen, also die naturwissenschaftlichen Fächer, das ist nicht die Stärke von Asklepios, selbstverständlich als Klinikbetreiber, sondern dass sie in Hamburg die Möglichkeit haben, die klinischen 4 Jahre ihres Studiums zu absolvieren, in Kooperation mit den Kliniken, vor allem von Asklepios Hamburg. Aha, das heißt also, ausgebildet werden Ärzte und Ärztinnen. Wenn ich das richtig verstanden habe, es geht nicht von vornherein dann in Hamburg los, sondern erst einmal in Ungarn, ist das richtig? Nein, das ist insofern richtig, als man am Asklepios Campus Hamburg nicht sein Medizinstudium beginnen kann. Ja. Wir bieten also nicht die Semester 1 bis 4 an, die sogenannte Vorklinik, die dann normalerweise mit dem Physikum abschließt, sondern wir bieten die Semester 5 bis 12, also die klinischen, die eher praxisorientierten Semester an. Mhm. Und das Physikum, das müssen Studierende, die sich bei uns bewerben, anderswo erworben haben. In der Regel sind das Studierende, die aus dem Ausland kommen, deutsche Studierende, die aber keinen Studienplatz in Deutschland gefunden haben, deswegen ins Ausland gegangen sind. Und wir haben im letzten Jahr beispielsweise aus 19 Universitäten, und da gehören nicht nur Universitäten aus Ungarn dazu, von 19 Universitäten haben wir Bewerbungen gekriegt, mhm, von Studierenden, die dann wieder nach Deutschland zurück wollten, nach dem Physikum, mhm, und sich zum Beispiel bei uns beworben haben. Mhm. Ist das ein Zulauf, der über die Jahre mehr geworden ist? Deutlich. Also es freut uns sehr, dass wir im Ist-Ist-Vergleich 2015-16 eine Steigerung hatten um 85% bei den Bewerberzahlen, ja, und um 110% beim Einzugsbereich, also bei den Universitäten, aus denen uns Bewerbungen erreicht haben. Das heißt, wir haben jetzt im Moment 2016 3,5 Bewerbung pro Studienplatz. Und das ist eine deutliche Steigerung. Ja. Was ist denn der Vorteil, wenn ich bei Ihnen studieren würde oder meine Kinder bei Ihnen studieren lassen würde, im Gegensatz zu einer Universität? Zunächst mal muss man sagen, dass selbstverständlich die staatlichen Universitäten in Deutschland sehr gute Ausbildungsplätze anbieten. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Vom Ergebnis her sind unsere Studierenden, unsere Absolventen, als Absolventen der Semmelweis-Universität, die bei uns dann abschließen, genau gleichgestellt wie die Absolventen von staatlichen Universitäten. Sie kriegen nämlich am Schluss ein Diplom, das sie zur Approbation berechtigt, oder zur Erlangung der Approbation. Das heißt, die gehen dann mit dem Diplom der Semmelweis-Universität, das sie kriegen, zu einem Landesprüfungsamt und kriegen dort die Approbation und sind dann genauso dadurch berufsbefähigt
wie alle anderen Studierenden auch. Das ist einmal wichtig, dass man sieht, da ist keinerlei Unterschied, was die Absolventen und ihre Befähigung betrifft, in Europa als Ärztin tätig zu werden. Der Unterschied besteht im Wesentlichen in den Lernbedingungen. Das heißt, konkret gesprochen, wir lassen jedes Jahr maximal 60 Studierende zu. Und wenn Sie das zum Beispiel schon mal vergleichen mit den Zulassungszahlen an staatlichen Universitäten, ist das ein ganz erheblicher Unterschied. Nicht? Das heißt, unsere Studierenden finden sich dann bei uns im Vorlesungsraum mit maximal 59 jeweils anderen Studierenden. Ja, keine überfüllten Hörsäle. Genau, ja. Was natürlich eine ganz andere Interaktion in der Ausbildung betrifft. Dazu gibt es noch manches zu sagen, aber das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir bieten uns, also die kleinen Zahlen, nicht? Wir brechen die Jahrgänge dann auch noch in kleinen Gruppen von 6 bis 8 runter. Und ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, in der Abgrenzung von dem, was staatliche Universitäten zu bieten haben, ist, dass unsere Studierenden von Anfang an, also buchstäblich vom ersten Tag an, Vorlesungen von Chefärzten kriegen, also sprich von erfahrenen klinischen Experten, medizinischen Experten, und in der Regel sind das gleichzeitig Dozenten, Ärzte, die auch wissenschaftlich tätig sind, die außerplanmäßige Professoren sind, die also auch die Seite unseren Studenten vermitteln können. Und das findet man an staatlichen Universitäten nach meinem Kenntnisstand eher selten. Dort sind es häufig andere Ärzte, die unterrichten, vielleicht nicht so erfahrene Ärzte. Und das ist für unsere Studierenden auch sehr wichtig, nicht nur, weil sie da aus erster Hand eben von erfahrenen Experten von Anfang an ihr Wissen vermittelt bekommen, sondern weil diese Chefärzte und Dozenten für sie ja auch potenzielle Betreuer der Diplomarbeiten sind, die sie bei uns schreiben müssen. Das ist nochmal ein Spezifikum. Sie sind auch potenzielle Doktorarbeitsbetreuer, also Doktorväter oder Mütter. Und sie sind schließlich dann am Schluss auch potenzielle Arbeitgeber. Denn wir haben viele Absolventen, die bei Asklepios anfangen. Wir haben umgekehrt viele Dozenten und Chefärzte, die eben offensichtlich sehr an diese Ausbildung glauben und deswegen unsere Absolventen einstellen. Das Schöne ist, die lernen eben diese Studierenden durch diesen engen Kontakt als Chefärzte und Personalverantwortliche in ihren Abteilungen, lernen sie sehr gut kennen durch den Unterricht, der immer aktiv ist, interaktiv ist, der in kleinen Gruppen spielt. Das hat Vorteile für beide Seiten. Ja, genau. Es ist eine Win-Win-Situation auch für Asklepios. Gibt es da vielleicht dann auch Vorteile, wenn man von Asklepios übernommen werden möchte? Offiziell nein. Ich sage es mal so. Absolventen des Asklepios Campus Hamburg haben keinerlei Vorfahrtregelung, was jetzt Stellenbewerbung betrifft. Das ist auch wichtig, gerade zum Beispiel an einem Platz wie Hamburg. Nicht? In Hamburg gibt es keinen Mangel an medizinischen Absolventen, und die Ärzte bei Asklepios sind absolut frei, unter den Bewerbungen die auszuwählen, die sie die besten finden. Also insofern gibt es überhaupt keine Vorteile oder Privilegien unserer Absolventen. Andererseits ist es aber natürlich so, dass sie, wie gesagt, durch diese engen Kontakte, die sie von Anfang an zu den Chefärzten als Dozenten haben, natürlich gewisse Vorteile haben, weil ein Dozent, der sieht, der oder die ist pfiffig, ist aufgeweckt, ist interessiert, kann was, dann steht natürlich eine Nähe, die ein externer Bewerber, der dann vom UKE oder von sonst irgendwo kommt, nicht hat, ohne dass der schlechter sein muss. Aber das ist natürlich, das ist naheliegend, dass unsere Ärzte dann ganz gerne dort zugreifen, wo sie wissen, der ist gut und das weiß ich. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Semmelweis-Universität. Also der Teil hier in Hamburg ist ja doch weit weg dann von Budapest und es unterrichten Chefärzte. Wie behält die Semmelweis-Uni die Kontrolle über die Qualität des Studiums? Ja, da gibt es die verschiedensten Mechanismen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich darf das nur in einem kleinen Exkurs sagen. Es gibt die Unterscheidung zwischen Franchise-Modellen und zwischen Niederlassungen. Das ist ein juristisch relevanter Begriff. Wir sind kein Franchise-Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht als ACH selbstständig und unabhängig von der Semmelweis agierend, sondern wir sind eng verzahnt. Das ist eben eine sogenannte Niederlassung. Und der ACH ist offiziell als Niederlassung bei der Freien und Hansestadt Hamburg registriert. Das bedeutet eben, dass die Semmelweis-Universität eine enge Qualitätskontrolle ausübt, dass die Verzahnung zwischen dem, was wir hier in Hamburg machen,
und dem, was die Semmelweis-Universität tut und wissen will von uns, die ist sehr eng. Mhm. Konkrete Beispiele. Wir haben einerseits von der Ungarischen Akkreditierungskommission regelmäßig Gutachter hier bei uns, die uns im Rahmen der Reakkreditierung der Semmelweis-Universität ebenfalls reakkreditieren. Das heißt, da kommen zwei Leute von dieser Ungarischen Akkreditierungskommission und prüfen uns auf Herz und Nieren, ob die Qualität, die sie von der Semmelweis-Universität erwarten und kennen, ob die auch in Hamburg so geboten wird durch unsere Ausbildung. Das ist das eine. Mhm. Dann, was die Semmelweis-Universität selber macht, ist, dass sie sich zeigen lässt, wer bei uns die Hauptdozenten sind. Diese Hauptdozenten, die werden alle vom Dekan der Semmelweis-Universität offiziell legitimiert und genehmigt. Da müssen wir also Vita und alles Mögliche vorlegen. Das ist ein weiterer Punkt. Ein dritter Punkt ist, dass Professoren der Semmelweis-Universität zu unseren Prüfungen dazukommen. Mhm. Zu normalen Prüfungen so sporadisch, die wir zum Teil auch per Videoübertragung dann zuschalten, diese Professoren der Semmelweis-Universität. Und zu den Abschlussexamina, also zu den Diplomprüfungen ganz am Schluss, da ist es Pflicht, dass jeweils zwei Professoren pro Prüfungskommission mit als Supervisoren in diesen Prüfungen dabei sind. Mhm. Und ein letzter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, wir haben einen Campusrat am Asklepios Campus Hamburg. Das ist sozusagen ein Unterfakultätsrat zu der Fakultät der Semmelweis-Universität. Wir sind ja eine abhängige Unterabteilung sozusagen. Und dieser Campusrat trifft sich zweimal im Semester und da sitzen natürlich auch zwei Professoren der Semmelweis-Universität mit am Tisch. Und mit denen besprechen wir alles, was an wichtigen Fragen am Campus zu besprechen ist. Ja, da bleiben keine Fragen offen. Nun ist ja auch die Semmelweis-Universität eine sehr angesehene, unter den 150 Weltbesten, glaube ich, was die Humanmedizin angeht. Das ist ja nun keine staatliche Ausbildung. Was kostet dieses Studium? Da muss ich Sie leider kurz korrigieren. Das ist eine staatliche Ausbildung. Die Semmelweis-Universität ist eine staatliche Universität. Insofern ist das ein staatlicher Teil eines staatlichen Studiengangs. Okay, dann drücke ich es anders aus. Es ist kein öffentlich finanziertes Studium, sondern es muss privat bezahlt werden. Das ist richtig, genau. Also das läuft betrieben, wie Sie es eingangs gesagt hatten, durch die private Asklepios Medical School. Ich bin ein Organ quasi dieser Gesellschaft als Geschäftsführer der Asklepios Medical School, eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Asklepios Klinik in Hamburg. Mhm. Wir betreiben diesen Campus. Das ist sozusagen der private Teil dran. Aber der Campus selber ist eine Niederlassung einer staatlichen Universität. Und insofern kriegen die Studierenden am Schluss ein staatliches Diplom, nur eben ungarisches, nicht ein deutsches. Und wir als Gesellschaft, als Asklepios Medical School sind eine privatrechtliche Gesellschaft, das ist richtig, und wir finanzieren uns über die Studiengebühren. Ja, und wie hoch sind die? Die Studiengebühren sind 7.800 Euro pro Semester. Ja, das würde bedeuten, dann mal? Mal zwei, dann haben Sie, was es im Jahr kostet, und dann mal acht. Ja. Weil es ja vier Jahre sind. Ja, jetzt gibt es da ja immer die Kritik, das ist was dann für Reiche und das kann man sich nur leisten, wenn man reiche Eltern hat. Können Sie auch Studenten Möglichkeiten geben, die vielleicht nicht so gut betucht sind von zu Hause aus? Ja, selbstverständlich. Das ist uns auch ein großes Anliegen, dass wir eine richtige Durchmischung der Studierendenschaft haben auf der einen Seite. Dass aber auch klar ist, dass man sich bei uns nichts kauft. Man kriegt bei uns nichts nachgeworfen und man hat auch, wenn man jetzt beispielsweise Arzt und Vater bei Asklepios ist, eine Tochter oder einen Sohn hat, der gerne bei uns studieren würde, man hat auch da keine Vorfahrtsregelung, sondern es wird streng nach Note zugelassen. Und nach dem internationalen Standard, der eben heißt Need Blind Admission. Das heißt, wir gucken uns nicht die sozialen Verhältnisse unserer Studienbewerber an, die wir auch gar nicht kennen, nachdem wir selbstverständlich auch nicht fragen dürfen, sondern wir gucken nach den Noten. Und was jetzt das Finanzielle betrifft, ist es so, natürlich ist das viel Geld. Auf der anderen Seite haben wir eine Reihe von Instrumenten entwickelt, über die wir unseren Studierenden Studienfinanzierungsangebote machen können, sodass die das also nicht selber aufbringen müssen oder über die Familie aufbringen müssen, sondern die können einen Kredit von einem Hamburger Kreditinstitut annehmen, klassischen Studierendenkredit mit den entsprechenden sehr humanen Konditionen. Wir haben als zweites das Modell des sogenannten umgekehrten Generationenvertrags. Das ist eine Stundung der Studiengebühren,
bei denen man später nicht eine bestimmte Summe zurückzahlt, sondern über eine vereinbarte Anzahl von Jahren eine vereinbarte Prozentuale des Bruttoeinkommens dann bezahlen muss, was den Vorteil hat, dass die persönliche Insolvenz ausgeschlossen ist, weil es eine Untergrenze und eine Obergrenze gibt. Das ist ein zweites. Als drittes werden wir in Kürze die Bestätigung kriegen, dass unsere Studierenden BAföG antragsberechtigt sind, was auch ein wichtiger Punkt ist. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten. Wir geben unseren Studierenden auch Studierendenjobs beispielsweise. Die können bei uns als Studenten auch Hilfsjobs haben, Studentenjobs haben. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die wir etabliert haben, damit wir eben gerade nicht dieses Klischee bedienen, private Uni, um es jetzt mal abgekürzt so zu sagen, heißt, man kauft sich ein, man kauft sich einen Studienplatz und so weiter. Das ist bei uns definitiv nicht so. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Machen Sie es gut.